aber es ist ein bisschen, es mutet ein bisschen merkwürdig an. So, wir erstellen mal ruhig 10 davon. Ich denke mal, wir werden mit der Zeit noch welche brauchen. So, und jetzt warten wir mal. Und da sehen wir schon, wie sie zusammenploppen. Ist ein bisschen schwer zu sehen, natürlich, aber sie sind jetzt jedenfalls da. Unnatural. Es ist Redstone übrig geblieben, aber wir haben 20 Fluix Crystal sogar. Okay, habe ich wieder nicht richtig gelesen, man bekommt sogar 2 heraus. Also ich habe schon richtig gelesen, aber ich habe es vergessen. Fluix Crystal, wunderbar. Werden wir bestimmt irgendwann wieder brauchen für die anderen diversen Computersachen, die wir noch bauen werden. Und der kommt jetzt da rein und dann haben wir unseren Inscriber. Und mit dem Inscriber können wir all die tollen Sachen herstellen, die wir brauchen, und zwar mit diesem Presses. Und was wir jetzt brauchen, werde ich jetzt herausfinden. Also wir brauchen verschiedene Prozessoren und verschiedene Chips und die können wir mit dem Inscriber und dem Presses herstellen. Welche werden wir jetzt herausfinden, indem ich danach gucke, was ich brauche. So, wir brauchen auf jeden Fall ein ME-Drive, in das wir die verschiedenen Drives reintun können. Das ist nicht unbedingt das erste, was wir brauchen, aber es ist eine davon. 2 Engineering Processor. Da brauchen wir Printed Engineering Circuit, also eine Inscriber Engineering Press mit dem Diamanten. So, Inscriber Engineering Press mit Diamanten. Gucken wir mal. Diamanten. So, packen wir 2 rein. Weil ich zwar 2 brauchen, aber ich kann nur eine reintun. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Man muss halt... Moment, braucht der Strom oder was braucht der? Also man kann hier nicht 2 Sachen reintun. Man muss immer warten, bis es fertig ist. Es ist etwas nervig. Inscriber Engineering Press mit einem Diamanten. Inscriber Engineering Press mit einem Diamanten. Gibt ein Printed Engineering Circuit. Und da unten ist nichts drin. Ich weiß nicht, ob der Strom braucht. Wenn der... Oh, da kann man ja sogar reingucken. Wenn der wirklich Strom braucht, dann wäre es das Beste, wenn wir den erst einmal irgendwo hinbringen, wo Strom ist. Wir gucken mal, wenn wir das... Achso, da geht ja sogar ein Strom runter. Da geht ein Strom runter. Gucken wir mal, ob der sich verbindet. Ja, in der Tat, der braucht Strom. Auch kein Problem. Ist absolut kein Ding. Inscriber Engineering Press. So, und da sehen wir auch schon, das dauert auch nicht lange, da kann man ruhig beibleiben. Muss man ja auch, weil man nicht mehr als 1 reintun kann. Und da haben wir unser Printed Engineering Circuit. Auch eine neue Art des Craftens und lässt sich schwer automatisieren, weil man halt nur einen Block gleichzeitig reintun kann. Eine Einschränkung, die es meiner Meinung nach nicht geben müsste. So, wir brauchen noch Printed Silicon. Das ist einfach die Inscriber Silicon Press mit Silicon. Durchaus logisch. Brauchen wir nur noch Silicon. So. Gucken wir mal. Es gibt ja auch Silicon von Applied Energistics, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil der ist von Ender.io. Ich weiß nicht, wie man den Applied Energistics Silicon bekommt. Ich war der Meinung, man müsste Nether Quartz Dust oder Surtis Quartz Dust schmelzen. Hoffentlich funktioniert das, es funktioniert Intermod-kompatibel. Habe ich das richtig gesagt? So, jedenfalls Printed Silicon funktioniert. Schön Forge Ore Dictionary. Kann man ja nicht nur für Ores benutzen, sondern auch für jeden Block praktisch. So, das haben wir, dann haben wir das. Und jetzt müssen wir da Processor draus machen. Printed Engineering Circuit, Printed Silicon und Redstone. So, da kann ich auch wieder nur 1 reintun. Es ist ein Krampf, weil man tatsächlich sich die Rezepte eigentlich merken muss. Es ist eine sehr coole Art des Craftens. Mir gefällt die Maschine wirklich gut. Aber es ist abartig, dass man es nicht stapeln darf. Ich meine, hier sieht es aus, als ob es Upgrades gibt. Vielleicht gibt es Upgrades, mit denen man es stapeln darf. Weiß ich aber nicht. So, ME Glass Cable. Fluix. Brauchen wir erstmal Quartz Fiber mit 2 Fluix Crystals. Okay. Quartz Fiber ist Quartz Dust mit Glas. So, dann gehen wir doch mal gucken, ob wir überhaupt Glas haben. Und dann müssen wir Quartz pulverizen. So, wie sieht's aus? Glas. GKs? Wie soll man das aussprechen? Glas. 28. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. Sand? 7. Auch traurig. So, und jetzt gucken wir nach Quartz. Also wir haben sehr viel normalen Surtis Quartz Crystal und den werden wir jetzt einfach einen Teil davon in Surtis Quartz, in Quartz Dust. Keine Ahnung, wie soll ich das jetzt nennen? Machen wir erstmal 16. Ich weiß nicht, ob man einen rausbekommt oder mehr. Nee, tatsächlich nur einen. Dann machen wir ruhig 32. Surtis Quartz Dust bekommen wir daraus. Wunderbar. Das erinnert mich daran, dass ich unten immer noch kein Crafting Table habe.
eine Tatsache, die sich mit Applied Energistics ändern wird. Na, dann kommt das Vernetzte zu Hause. Und wenn es das Vernetzte zu Hause kommt, dann solltet ihr euch alle in Acht nehmen. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aus welchem Spiel ist das? Könnte aus jedem Spiel sein. Aus jedem Spiel, das irgendwie auch nur im Entferntesten mit Piraten zu tun hat. Jetzt habe ich es praktisch schon verraten. So, da haben wir Amy Glass Cable Fluix. Werden wir nicht nur für die Rezepte brauchen, sondern auch um unsere einzelnen Blöcke miteinander zu verbinden. Kennt man ja so aus den alten Applied Energistics Versionen. Und da haben wir unser ME Drive. Hurra, Erfolg. Wo das jetzt steht, ist eigentlich völlig egal, weil das nicht unser Zugriffspunkt ist. Das ist nur ein Speicherpunkt. Und deshalb würde ich den eigentlich dahin stellen. Das ist nämlich völlig unwichtig. Ist echt irrelevant. Dann gucken wir nach, eine ME Chest brauchen wir nicht. Ein ME Interface brauchen wir auch nicht. Was wir brauchen, eventuell auch ein Crystal Growth Accelerator. Dazu komme ich aber noch später. Natürlich wäre es schön, wenn wir hier jetzt noch Storage Cells bauen würden. Wir brauchen einen Logic Processor. Ja, das ist das gleiche, was ich eben gemacht habe, glaube ich. Aber gut, dazu kommen wir noch. Ich brauche jetzt erst einmal einen von diesen dünnen Blöcken. Das sind Interfaces. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil die selber keinen Blockplatz einnehmen. Das heißt, die kann man flach in einen Block setzen und dann verkabeln. Also, das ist schwer zu sagen. Ich will ein ME Crafting Terminal, weil ein normales ME Terminal reicht mir nicht. In einem Crafting Terminal hat man nämlich gleich ein Crafting Table integriert. Das will ich haben, damit ich überall, wo ich drauf zugreifen kann, auch craften kann. Aber dazu brauchen wir sowieso erst einmal ein ME Terminal. Formation Core. Fluix Dust. Okay, dann müssen wir den Fluix Crystal in den Pulverizer packen. Okay, okay. Eins nach dem anderen. Wir gehen jetzt erst einmal wieder runter und holen unsere restlichen Certus Quartz Dusts ab. Die sind da drin. So. Jetzt gucken wir nach dem Formation Core. Der braucht einen Charged Certus Quartz, ist okay. Fluix Dust. Da bekomme ich sogar zwei raus. Okay, dann werde ich hier mal von mir aus ruhig zwei reingeben. Dann habe ich davon erstmal ein bisschen was. Betrug! Ich habe ja nur einen rausbekommen. Hä? Ach nein, Quatsch, aus dem Rezept bekommen. Na, ist das alles okay. Alles ist gut. Nein, das war das Falsche. Crafting Terminal will ich haben. So, ein Formation Core, ein Logic Processor brauche ich. Also ein Inscriber Logic Press mit Gold und ein Printed Silicon. Okay. Eine Inscriber Logic Press mit Gold habe ich nicht mehr. Warum? Nein, ich frage nicht warum. Ich habe halt kein Gold mehr im Inventar. Was soll das? Weißt du, also ich kann ja nicht immer alles im Inventar haben. So, das kommt weg. Und das Ei kommt weg. Was soll ich mit einem Ei? Und Rubber Sapling, Rubber Wood und Dirt. So, und schon habe ich wieder ein bisschen Platz. Wir brauchen jetzt Gold. So, warum haben wir eigentlich noch so viel Golddust? Komme ich jetzt gerade nicht mit. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Irgendwie muss der Pulverizer auf Output gestanden haben, während ich Gold pulverisiert habe. Kann ich mir jetzt nicht anders erklären. So, dann brauchen wir gleich noch die Inscriber Silicon Press. Einmal so und so. Wenigstens funktioniert Shift-Clicking. Das ist ja schon mal eine schöne Sache. So, das nehmen wir raus und dann das und das und das. Okay, Shift-Clicking funktioniert gut. Muss man jetzt einfach mal sagen, es ist zuverlässig und man kann sich wirklich darauf verlassen. Logic Processor. Gut. Dann haben wir erstmal unseren Formation Core komplett. Da brauchen wir... Achso, da geht auch ein normaler Certus Quartz, sehe ich gerade. Certus Quartz, Crystal Flux Dust und der Processor. Okay, dann stellen wir das erstmal her. Jetzt kann ich gar nicht mehr rennen. Warum darf ich mich mit dieser Swift Diamond Figurine of Mining nicht selber schlagen? Das wäre nämlich echt mal eine feine Sache, wenn ich mir selber eine verpassen kann und dann plötzlich keinen Hunger mehr habe. Das wäre echt mal fortschrittlich. Zwei Formation Cores. Gut, die lassen wir einfach mal da drin, damit ich sie nicht mit mir rumschleppen muss. Dann brauchen wir noch ein Annihilation Core. Das klingt nicht gut. Okay, gleiche wieder. Logic Processor, aber dafür ein Nether Quartz. Habe ich da. Und ein Fluix Dust. Ich wusste, dass ich noch mehr brauchen werde. Ich bin ganz schön clever, ne? Da fällt euch jetzt nichts mehr ein. Pesti ist ganz schön schlau und der denkt voraus. Und der denkt sich, davon könnte ich vielleicht noch ein bisschen mehr benötigen. Und ihr so als Zuschauer denkt, ha, niemals. Das brauchst du nie wieder. Aber jetzt sage ich ein großes Ha in Richtung des Zuschauers. Und dann seht ihr ganz schön doof aus, ne?
Und jetzt sagt keiner mehr, dass Pesti irgendwie verrückt geworden ist. Nee, Pesti ist der, ist der Boss, der King. Und da guckt jetzt keiner mehr doof. Also doch, jeder guckt doof. Aber da sagt jetzt keiner mehr, dass Pesti ein Relikt der Vergangenheit ist oder so, ne? Ja, nee, das ist vorbei. Pesti ist die Gegenwart. Ich bin nicht mal die Zukunft. Ich bin einfach die Gegenwart. Ich bin da, hier und jetzt, verdammt nochmal, ich bin da, jawohl. Ha, ich bin da. Finde dich damit ab. So, ein Annihilation Core. Das klingt nicht gut, aber egal. Alles in Ordnung. Einen weiteren Logic Processor. Wie viele Logic Processor muss ich da noch bauen? Okay, dafür jedenfalls keinen mehr. Dann brauchen wir noch ein Illuminated Panel. Okay. Gut. Gucken wir mal. Das ist wahrscheinlich dieses Grundrezept für alle Panels, die man baut. Da bekommen wir sogar drei heraus. Wahrscheinlich baue ich eins und dann nie wieder welches. So, Glowstone. Nehmen wir jetzt auch genau drei, damit ich nicht wieder unnötig Zeug im Inventar habe. Drei? Warum? Hä? Scheiße. Zwei brauche ich doch nur. Hä? Funktioniert nicht. Moment. So. Okay, wir haben Glowstone. Wir haben Redstone. Oh, das ist anderes Glas. Guckt mal die Textur. Scheiße, was ist denn das für ein Glas? Das ist Quartzglas. Okay, ja, lustig. Quartzglas ist Glas mit Quarzdust. Okay, normales Glas. So. Mit Quartzdust. Ich habe kein Quartzdust. Doch, da. Ich hätte natürlich auch Nether Quartzdust nehmen können, weil es eigentlich billiger ist. Aber ist okay. So. Illuminated Panel. Dann packen wir erst einmal das Quartzglas weg. Und ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Wir haben ein Illuminated Panel. Wir haben einen Annihilation Core. Und wir haben einen Formation Core. Und dann brauche ich nochmal einen Logic Processor. Ein Crafting Table. Habe ich hier. So. Okay, noch ein Logic Processor. Ich habe alles dabei. Gut. Einen weiteren Logic Processor. Ich kann immer noch nicht rennen. Es ist mehr als nur tragisch mit anzusehen, wie eine Wettlauf-Koryphäe wie Pesti da niedersinken muss und plötzlich nicht mehr rennen kann. Dabei habe ich es meiner alten Oma versprochen. Und das ist wirklich tragisch, dass ich das jetzt nicht mehr machen kann. Meine Scrabble Logic Press, Silicon. Und dann haben wir gleich unseren nächsten Logic Processor. Und wir brauchen noch einen weiteren Processor. Aber den kann ich jetzt nicht auswendig. Da werden wir gleich mal sehen, was wir dafür noch brauchen. So. Gucken wir mal. Wir brauchen nämlich noch einen Calculation Processor. Und das braucht ein Pure Certus Quartz Crystal. Und zwar zwingend. Okay, ich kann keinen anderen Crystal nehmen. Inscriber Calculation Press. Und das dann auch wieder mit. Okay. 36%? Was soll das heißen? Okay, warte. Ich mache erst einmal Silicon. Noch ein weiteres. Okay, ist nur ein bisschen weggebackt. Das ist immer ein bisschen so, wenn man in ein Rezept geht, während da ein Fortschrittsbalken läuft, dann verschluckt sich das immer ein bisschen. So. Da brauche ich jetzt ein Pure Certus Quartz Crystal. Drop a Certus Quartz Seed made from Certus Quartz Dust and Sand into a puddle of water to make the process faster. Add Crystal Growth Accelerators. Das ist jetzt das große Problem. Das dauert wirklich ewig. Wir haben das ja vorhin gesehen, vor ein paar Episoden, mit diesen Fluix Crystals. Da hat man das Zeug ins Wasser geschmissen und ein paar Sekunden später ist der Kristall rausgeploppt. Aber dieser Pure Crystal, der wächst aus einem Certus Quartz Seed. Und der wächst wirklich, ungelogen, nach einer halben, dreiviertel Stunde oder so, war der irgendwie auf 5%. Also der wächst wirklich über Stunden hinweg. Das dauert wirklich reale Echtzeitstunden. Es ist unnormal. Diese Seeds werden nicht despawnen. Das heißt, man muss da nicht aufpassen, dass die plötzlich weg sind nach 5 Minuten. Aber es ist wirklich kein Vergnügen, diesen normal beim Wachsen zuzugucken. Deshalb sollte man Crystal Growth Accelerator bauen. Und genau das werden wir tun. Und zwar 4 Stück. Die müssen mit Strom versorgt werden. 4 Stück, weil sie an jeder Seite eines Wasserblocks sein können. Und da werden die dann den Prozess beschleunigen.